Oh, Alter, was geht ab, Leute? Tonge, wieder mit einer wichtigen Nachricht für euch. Und zwar fängt morgen um 8 Uhr das neue Event an, Freundschaftswochenende. Mit ein paar Boni und da muss man wieder darauf achten, dass man es nicht davor macht. Ihr wisst, direkt um 0 Uhr dann machen viele Leute für den neuen Tag bereits die Geschenke auf. Aber wenn ihr wartet bis 8 Uhr, bis das Event angefangen hat, dann habt ihr wieder einen kleinen Vorteil. Und zwar gibt es Doppelfreundschaftsfortschritt, also zwei Freundschaftspunkte sozusagen. Für mich ist es relativ irrelevant, weil ich habe eigentlich nur noch beste Freunde, sehr, sehr wenige, mit denen ich noch auflevel. Aber für viele, die neue Freundschaften schließen, EP brauchen oder noch beste Freunde, auf dem Weg zu beste Freunde sind, doppelt so schnell geht das. Das heißt, für die 4 Tage oder so sind das halt so wie 8 Tage. Und das klappt halt nur, wenn ihr nach 8 Uhr das macht, also die Geschenke aufmacht. Zusätzlich müsst ihr halt darauf achten, weil übermorgen, kommt davon, wann ihr das Video hier seht, Samstag ist C-Day. Und normalerweise steigt man ja immer am C-Day auf. Normalerweise bereitet man sich halt darauf vor, indem man am Freitag dann nur noch einen Punkt braucht, um dann am Samstag aufsteigen zu können. Und jetzt ist halt so, dass es jede Interaktion 2 Punkte bringt. Und da müsst ihr halt aufpassen, dass ihr dann, wenn ihr Freitag vorbereitet und nur noch 2 braucht und ihr denkt, ah ja, mache ich heute auf, damit wir morgen aufsteigen können. Fehlen ja noch 2, heute 1, morgen 1. Und dann auf einmal, boom, Levelaufstieg. Das könnte vielen passieren, da müsst ihr drauf aufpassen. Das bringt 2, jede Interaktion bringt 2. Und wenn ihr nur noch 2 Tage entfernt seid, braucht ihr Freitag nicht zu interagieren, sondern macht das dann am Samstag beim Seed, wenn alle das abgesprochen haben und Glücksel anhaben. Nur so ein kleiner Hinweis für euch, denn das werden wahrscheinlich ein paar vermasseln. Auf der anderen Seite ist es natürlich gut, wenn ihr nur noch 2 Tage braucht und es nicht gleichzeitig geschafft hättet für den CD, also nicht 2 Tage, zum Beispiel 4, dann schafft ihr halt Freitag 2 und dann braucht ihr am Samstag nur noch 2 und es bringt ja 2, also schafft ihr es am Samstag, obwohl ihr sozusagen noch 4 Tage gebraucht hattet. Das ist auf jeden Fall ganz nett, ansonsten kann man noch 40 Geschenke am Tag öffnen und bis zu 20 im Beutel haben. Man denkt, das ist gar nicht so wichtig, aber das ist auf jeden Fall ein netter kleiner Bonus. Erleichtert das Leben auf jeden Fall. Also Leute, passt drauf auf, denkt dran, 2 Punkte pro Interaktion. Entweder nutzt ihr das aus oder ihr müsst drauf aufpassen bezüglich Levelaufstieg. Das war's von mir. Ihr wisst Bescheid, wie man liken, subscriben, kommentieren. Checkt die Videos ab, folgt mir auf Instagram, Facebook, Twitter. Checkt den Shop ab. Vergesst nicht, Pokémon ist hier das Business.